Herzlich willkommen auf dem Ride for Your Dream YouTube-Kanal, heute mit einem neuen Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um den Punkt, wie finde ich das richtige Motorrad für mich? Und das einfach mal aus meiner Sicht, welche Erfahrungen ich gemacht habe und welche Unterschiede ich festgestellt habe und ja generell, was dir vielleicht dabei hilft, dein richtiges Motorrad zu finden, womit du glücklich wirst. Also einmal vorweg, ich bin nicht derjenige, der es beeinflussen kann, das bist alleine du. Und das ist der eine Punkt. Der weitere Punkt ist auch ganz klar, dass das nur eine Ideengebung ist, eine Möglichkeit und vielleicht einfach ein paar Tipps, auf die du achten solltest, um genau das Richtige für dich zu finden. Und das ist das Entscheidende, dass du dein Motorrad findest, was zu dir, zu niemandem anders, zu dir passt. Genau, fahren wir einfach mal an. Also, wir haben ja verschiedenste Motorradklassen. Wir haben Naked Bikes, wir haben Superbikes, wir haben Enduros, wir haben Tourer, wir haben im Endeffekt Dirtbikes, Motocross und so weiter. Also all diese Sachen gibt es ja. Und jetzt ist auch die Frage, was möchtest du damit anfangen? Wie unterscheiden sich erstmal die ganzen Fahrzeuge voneinander? Wie wir hier sehen, Naked Bike, keine Verkleidung serienmäßig. Hier könnte man zum Beispiel noch eine Scheibe montieren. Anderer Lenker, generell andere Sitzposition. Dazu kommt, wir haben jetzt hier zwei im Vergleich, Superbike. Schöne Verkleidung, hier auch die höhere Scheibe montiert, wie auch auf dem YouTube-Kanal zu finden. Das Ganze, Sitzposition viel, viel sportlicher, ganz anders abgestimmt und schlussendlich auch hier ein wunderschönes Motorrad, wie ich finde. Ja. Was ist jetzt aber genau für dich das Richtige? Also als erstes gilt es herauszufinden, was möchtest du damit machen? Möchtest du damit Touren fahren? Möchtest du damit nur ein bisschen durch die Stadt fahren und einfach ein bisschen Spaß haben? Möchtest du was Handliches, was Sportliches, was für die Rennstrecke? Vielleicht ein Mix aus beidem, dass du sagst als Beispiel, ich möchte ab und zu mal auf die Rennstrecke nicht der Letzte sein, aber genauso gut auch das Ganze dann auf der Straße wirklich so fahren können, dass ich sage, ich komme bequem von A nach B. Und das ist der Kompromiss und das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Was soll es werden? Soll es ein Superbike werden? Mal als Vergleich von meiner Person. Der Harz ist nicht weit weg von hier und ich sag dir so, wie es ist. Mit dem Naked Bike macht es mir im Harz viel, viel mehr Spaß, die Kurven zu nehmen, ganz anders zu fahren, viel entspannter auch längere Touren zu fahren, wie mit einem Superbike. Der Superbike, finde ich persönlich, durch die Sitzposition, durch die Leistung, durch die Charakteristik, sorgt viel, viel mehr dafür, dass ich schneller fahre, dass ich ganz andere Kurvengeschwindigkeiten fahren möchte und kann, weil das Motorrad mir sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Zusätzlich ist es aber auch so, ich fahre, wenn ich lange Strecken damit fahre, zumindest meine Person, bei knapp 1,80 Meter und knapp zwischen 80 bis 90 Kilo in der Range, immer mit dem Punkt hinterher, das Motorrad vermittelt mir so ein gutes Gefühl, ich kann viel, viel schneller fahren. Abstimmungstechnisch liegen wir hier bei knapp 151, 154 km/h im ersten Gang. Hier sind wir bedeutend langsamer im ersten Gang unterwegs. Ne? Wir haben hier serienmäßig 178 PS, hier 152 PS, beides sind aber Vierzylinder, beides haben 1000, oder beide haben 1000 Kubik. Jetzt ist die Frage, willst du 1000 Kubik? Willst du vier Zylinder? Willst du zwei? Willst du drei? Wie auch immer. Und das ist ja die Frage. Was möchtest du damit machen? Wenn du lange Strecken fahren willst, empfehle ich dir eine Tourer, ein Naked Bike als Beispiel. Willst du einsteigen, empfehle ich dir zum Beispiel auch eine SV650 als Beispiel von Suzuki. Für mich war das vom Handlichkeitsfaktor eins der geilsten Motorräder, die ich persönlich gefahren bin bis jetzt. Motorleistung, hey, unter 100 PS. Sie überfordert einen nicht. Man kann super im Verkehr mitschwimmen. Die Route fährt auch knapp 200. Und schlussendlich ist auch die Frage, was willst du damit anstellen? Willst du damit lange Touren fahren? Willst du damit heizen? Willst du einfach wirklich entspannt, wie bereits gesagt, ankommen von A nach B? Oder was ist dein Ziel damit? Was fahren deine Freunde für ein Motorrad? Kann dir erstmal persönlich ganz egal sein. Weil die Frage ist die, was willst du fahren? Ich muss dazu sagen, im Alltag finde ich das viel, viel angenehmer. Ich nutze sie ab und zu mal, um zur Arbeit zu fahren, für die Wochenendtouren. Die Honda ist mittlerweile ein reines Rennstreckenmotorrad geworden. Mit der kann ich natürlich ganz andere Zeiten fahren, ganz andere Schräglagen fahren
und für mich persönlich das Beste rausholen. Und somit hat jede Motorradart was für sich. Vielleicht die Fragen, die du dir stellen solltest. Oder der Weg, den du gehen kannst als Empfehlung. Geh zum Händler, setz dich drauf, probiere. Probiere nicht ein Modell, was dir optisch gefällt, probiere mehrere Modelle. Hinterfrage generell, kann ich wirklich bequem drauf sitzen? Such dir ein paar Motorräder aus, wo du sagst, auch von verschiedenen Marken. Mensch, das könnte was für mich sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, fahr die Händler an. Mach nach dem Probesitzen, wenn es geht, eine Probefahrt. Teste das Ganze. Schau, ob es überhaupt was für dich ist. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich muss dazu sagen, es gibt viele Motorräder, die super, super schön aussehen, aber nie was für mich persönlich wären. Zum Beispiel, mal als Beispiel, eine Ducati schreckt mich ab als Beispiel, weil ich immer im Kopf habe, bis auf die Street Fighter V4, bis auf die Panigale V4 und die Multistrada V4 sind mir die Unterhaltskosten alleine für diesen Zahnriemenwechsel und den Desmos-Service, den du aber bei allen Motorrädern hast, generell einfach zu hoch. So. Wenn du das aber möchtest, ey, kauf es, wenn es dir gefällt, wenn es dir Spaß macht. Fahr die Motorräder, wie gesagt, Probe. Teste dich ran. Frag den Händler, Mensch, wenn du schon ein, zwei Motorräder in einer engeren Auswahl hast, kann ich die mal ein Wochenende fahren? Fahr damit eine Tour, fahr damit genau das, was du möchtest. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich suche was für die Rennstrecke, was Aktuelles, gibt es ja diverse Rennstreckenveranstalter, wie zum Beispiel die Mosel Racing School, die mit BMW zum Beispiel ihren Fuhrpark ausrüstet, Hafenegger, die das Ganze mit Yamaha macht und so weiter. Und danach kannst du auch schauen, ey, ich suche ein Track-Tool, was Cooles für die Rennstrecke, hab wirklich das Geld dafür, mach's. Fahr das Ganze, miete dich ein, du brauchst wirklich teilweise nicht mal was mitbringen, weil teilweise haben die Leute sogar Kleidungsverleih, wo du eine Kombi bekommst, wo du deine Handschuhe bekommst, wo du einen Instruktor buchen kannst, wo du dir anschauen kannst, wie das Ganze funktioniert und das Motorrad testen kannst und sagen kannst, yep, genau das habe ich mir vorgestellt. Und wenn du an diesem Punkt bist, bist du schon sehr, sehr weit. Suchst du aber ein gebrauchtes Motorrad, unterhalte dich mit Leuten. Frag die Leute, wenn du unterwegs bist und du siehst jemanden und merkst, oh Mensch, der ist ganz gesprächig. Frag ihn, was für Erfahrungen hast du gemacht? Wie persönlich bist du auf das Motorrad gekommen? Also die Person, bist du damit schon viel gefahren? Hast du sie schon lange? Kannst du sie weiterempfehlen? So ehrlich fragen. Meistens bekommt man dann wirklich die richtigen Antworten. Das ist das eine. Das andere ist auch, schaut euch im Internet um. Guckt in den Foren nach, was gibt es für Kinderkrankheiten, wie sind die Unterhaltskosten, was ist generell der Punkt, auch mal zu schauen, wie sind die Stundenverrechnungssätze, weil auch da zum Beispiel Ducati, BMW, Suzuki, Kawasaki, alle möglichen Firmen unterscheiden sich teilweise in ihren Stundensätzen immens. Schaut danach, guckt, wie sind die Wartungsintervalle, wenn ihr ein gebrauchtes Motorrad kauft, ist es gewartet, ist es gepflegt, wie habt ihr überhaupt den Eindruck, wenn ihr es nicht beim Händler kauft? Weil eine Privatperson brauche ich keine Garantie geben. Nur ist die Frage, habt ihr ein gutes Gefühl? Vertraut ihr demjenigen? Sieht das alles richtig aus? Und danach wählt aus. Das ist das Entscheidende. Am Ende des Tages kann man sagen, zum Beispiel beim Superbike, ich bin 1,80 auf einer SC59. Für mich persönlich bin ich schon das Größte von der Höhe, was da drauf sitzen kann. Gut, es kommt immer darauf an, wie die Proportionen sind. Habe ich längere Beine, habe ich kürzeren Oberkörper oder andersherum. Nur, ich musste zum Beispiel auch Fußrasten anpassen. Der Originallenker passt, habe ich herausgefunden. Da kann man auch, wenn man testet, einiges probieren. Aber man muss auch bereit sein, dann das Geld dafür auszugeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, was wollt ihr an Ausstattung? Die Honda ist recht nackig. Also das heißt insofern, sie hat kein ABS, sie hat keine Traktionskontrolle. Die Suzuki hat es. Die Suzuki hat zusätzlich, wie bereits in dem Video zuvor erwähnt, ein Quickshifter und Blipper, also ohne Kuppeln kann ich hier hoch und runter schalten. Dann ist es auch so, das Motorrad hat Garantie, das Motorrad nicht mehr. Gut, aufgrund der Rennstreckenbewegung sowieso nicht mehr, aber generell ist auch die Frage, was habt ihr nach wie vor damit vor? Dann auch zu schauen, generell für dich gefällt es dir optisch. Gibt es vielleicht, wie bei der SC59, ein Update, was sich vielleicht empfiehlt zu kaufen, bevor man die erstbeste nimmt? Schaut nicht gleich nach der günstigsten. Gut, sie muss nicht schlecht sein, um Gottes Willen. Aber es gibt wirklich verschiedenste Motorräder und nimmt nicht gleich die erste, die ihr seht und sagt, oh, die muss es jetzt sein.
Und genau mit diesen Punkten einfach wirklich losgehen und für dich das Richtige finden. Vielleicht auch die Frage, wie man sich entwickelt. Suche ich was Handliches? Oder muss es was mit Sound sein? Suche ich die Emotionen dahinter, das Design? Zum Beispiel Ducati macht ein mega Design. MV Agusta genauso und Aprilia. Ne? Das ist halt der Unterschied. Ne? Die Japaner sind oftmals, was das angeht, Suzuki, mittlerweile mit der GSX-S 1000, komplett neues Design, aber sonst etwas zurückhaltender. Ducati haut da eher mal eine Welle rein oder eine Kante. Ne? Das sind Emotionen. Das merkt man aber auch bei den Ducati-Fahrern. Ein schöner Spruch, den ich mal von jemandem gehört habe, ist, da bin ich mit der Honda unterwegs gewesen und wir haben uns unterhalten. Ducati hat ja früher so eine Trockenkupplung, die man ja mittlerweile auch bei manchen Modellen wieder nachrüsten kann. Dann klingt die natürlich recht rau. Dann sagte er so zu mir, ganz ehrlich, wenn sich deine Honda anhört wie meine Ducati, ist deine Honda kaputt. Hört sich meine Ducati an wie deine Honda, ist meine Ducati kaputt. Also von daher, auch diese Gespräche sind manchmal ganz lustig und bringen einen schon weiter. Und genau mit diesen Punkten sollte man vielleicht losgehen und genau für dich das Richtige suchen. Wenn du dazu Fragen hast, irgendwas haben möchtest oder irgendwie nicht weiterkommst, frag gerne. In Sachen Suzuki und Ducati kann ich dir gern Steinbach empfehlen. Das ist ein Magdeburg-Händler, den kann man gerne anrufen. Die sind wirklich sehr kompetent. Natürlich haben die auch ihr Tagesgeschäft. Am besten vielleicht da einfach mal vorbeischauen. Die haben eine sehr, sehr große Auswahl da. Ansonsten gibt es in und um Magdeburg zum Beispiel auch Kawasaki, Honda, KTM und Triumph als Beispiel, wo man sich nochmal da direkt vor Ort informieren kann. Genau. Und ansonsten zum Beispiel, wenn ihr aus dem Bereich Sachsen-Anhalt, Niedersachsen kommt, wäre zum Beispiel in Braunschweig Popco, die machen auch Kawasaki. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar Yamaha. Und ansonsten PMS, die machen auch Honda. Und in Wolfsburg gibt es auch Ducati. Also schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht ist das Richtige für euch dabei. Ah, bevor ich es vergesse, in Magdeburg gibt es auch noch BMW Schubert, wo man auch nochmal vorbeischauen kann, falls ihr euch für sowas interessiert. Also von daher, vielleicht hilft euch das. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht auch für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das Ganze seht, wie ihr zu eurem Motorrad gekommen seid oder seid ihr noch auf der Suche? Vielleicht kann man ja in den Kommentaren sich einfach mal austauschen. Also in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, eine schöne Zeit, wenn ihr das Video schaut. Ich hoffe, es bringt euch was und dann gerne bis zum nächsten Mal. Vielleicht den Daumen hoch und ein Abo dalassen. Ich würde mich freuen und das Ganze, vielleicht kriegen wir es so hin, dass es noch weiter wächst und ihr ein Teil davon seid und wir das Ganze einfach hier noch weiter voranbringen. Ich würde mich freuen. Also in dem Sinne, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.